14 Tage nach dem Halving, ein neues Video mit Markus Miller. Wir schauen uns mal an, was für Fragen so bei ihm reingekommen sind, was sich beim Bitcoin so alles getan hat in der Zeit. Und vor allem möchten wir danach auch auf das Silber in der Bitcoin-Architektur zugehen, auf Ethereum, da tut sich demnächst auch etwas. Aber erstmal, hallo Markus. Hallo Richie, ich grüße dich. So, wie schon eben angesprochen, ich glaube, auch bei dir sind extrem viele Fragen zum Verhalten von Bitcoin, von Bewegungen, auch die ersten Gerüchte, oh, könnte jetzt der Erfinder von sich von Bitcoins trennen? Wie siehst du die aktuelle Lage, nachdem wir nach zwei Wochen nach dem Halving so eine kleine Daumenbewegung im Bitcoin gesehen haben? Ja, also grundsätzlich ist es mal so, der Halving-Prozess, das Halving-Ereignis, das dritte Halving-Ereignis in der Geschichte des Bitcoin ist absolut erfolgreich am 11. Mai vollzogen worden. Und das ist schon mal ein großer Erfolg. Im Zuge dieses Bitcoin-Halving-Ereignisses war auch zu beobachten, dass der Bitcoin von rund 8.800 US-Dollar an die Marke von 10.000 US-Dollar herangestiegen ist. Der konnte sie aber nicht nachhaltig überwinden. Und dann gab es relativ plötzlich am 20. Mai einen relativ starken Einbruch beim Bitcoin. Und diese Verunsicherung dieses Einbruchs, die sehen wir auch heute noch. Und normalerweise sage ich an dieser Stelle ja immer, die Kurse machen die Nachrichten und nicht die Nachrichten die Kurse. In dem Fall ist es aber so, es gab wirklich eine Nachricht, nämlich von einem sogenannten Whale Alert. Also das ist einfach ein Informationsdienst, dass ein großer Wal eben Kryptowährungen übertragen hat. Da werden die Märkte, die Marktteilnehmer immer nervös, wenn also Kryptowährungen von einer Wallet in großem Ausmaße übertragen worden auf eine Kryptobörse, weil dann eben damit gerechnet werden kann, dass die verkauft werden. In diesem Fall waren es 50 Bitcoin und das ist normalerweise überhaupt nicht die Rede wert, weil 50 Bitcoin von einem Whale Alert zu sprechen, ist normalerweise vollkommen übertrieben. Aber das Besondere an diesem Übertrag, an dieser Bewegung in dieser Wallet, ist, dass das eine Wallet aus dem Jahr 2009 war. Also diese Bitcoin, diese 50 Bitcoin, wurden im Februar des Jahres 2009 gemeint. Und wenn man jetzt natürlich mal zurückschaut in die Historie des Bitcoin, der Genesis-Block wurde am 3. Januar des Jahres 2009 von einem gewissen Satoshi Nakamoto, Person oder Pseudonym, was immer es auch ist, eben gemeint. Und somit muss das oder ist das eine ganz, ganz alte Wallet, die man unter Umständen jetzt auch Satoshi Nakamoto zuordnen könnte. Und hier kommt eben eine große Befürchtung auf. Es gibt Schätzungen, dass Satoshi Nakamoto noch über circa 1 Million Bitcoin verfügt. Das wären also rund 18% aller Bitcoin, die derzeit eben in Umlauf sind. Ich gehe davon aus, dass es deutlich weniger sind, weil er in diesen Anfangszeiten auch sehr, sehr hohe Transaktionen getätigt wurden. Und hier sind natürlich die Summen der Bitcoins damals im Cent-Bereich auch gelegen. Also ich schätze irgendwo, dass er in dieser Wallet, die ihm zuordnenbar ist, zwischen 300 bis 800.000 Bitcoin maximal noch liegen haben dürfte. Also jetzt war die große Sorge, hat Satoshi Nakamoto seine Bitcoin bewegt? Und wenn man jetzt hier sich mal Internet-Experten anschaut, die mit forensischen Methoden an diese ganze Sache herangegangen sind, dann muss man sagen, man kann das natürlich nicht ganz ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wallet, bei der diese Bewegung von 50 Bitcoin stattgefunden hat, Satoshi Nakamoto zuzuordnen ist, ist relativ gering, weil es gab damals noch so eine zusätzliche Kennzeichnung der Wallets von Satoshi Nakamoto. Und wenn man das Ganze forensisch eben untersucht, dann fehlt bei dieser Transaktion und bei dieser Wallet eben diese Kennzeichnung. Aber in den Märkten, muss man eben sagen, hat das für enormen Aufruhr gesorgt. Viele Anleger, viele Neueinsteiger, glaube ich auch, haben eben sich auch von diesem Halving-Effekt viel mehr erhofft. Die haben eben gedacht, jetzt war das Halving, jetzt steigt gleich alles auf, oder der Bitcoin steigt es auf 15 oder 20.000 US-Dollar. Da hat eben eine gewisse Deillusionierung auch stattgefunden. Und das ist eben auch der Grund, warum dann der Bitcoin in späterer Folge wieder unter die 9.000 US-Dollar-Marke zurückgefallen ist. Ich finde das jetzt aber nicht besonders schlimm. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Wallet von Satoshi Nakamoto finde ich es auch ein bisschen schade, dass da ein paar andere Dinge leider vollkommen untergehen, wenn ich mal auf die Thematik dann noch ein bisschen ausführlicher eingehen kann. Nämlich zwei Tage später, am 22. Mai,
gab es auch ein Ereignis, aber Richie, du willst auch was sagen, was ich einfach bemerkenswert finde, ich muss auch überlegen, wenn diese 50 Bitcoins, die damals irgendwo 8 bis 10 US-Dollar Cent wert waren, jetzt jemand bei 9.000 verkauft hat, war es ja durchaus auch jemand, der schon extrem lange Haltezeiten hinter sich hat. Also ich meine, irgendwann hat man vielleicht auch mal die Überlegung, man stößt seine ersten Bitcoins ab. Man muss erstmal sagen, Chapeau, dass man überhaupt so lange ausgehalten hat. Ich glaube, weil die wenigsten würden bei solchen Schwankungen so lange bei der Stange bleiben können. Muss man vielleicht auch mal fairerweise irgendwo sagen. Irgendwann trennt sich jeder vielleicht mal davon. Und ob das jetzt wirklich Satoshi war oder nicht, was schön ist, finde ich, in der Geschichte, dass man halt über die Bitcoin doch relativ genau feststellen kann, welche Transaktion von welcher Wallet wann stattgefunden hat, bei wem aufgelaufen ist. Also wir haben zwar eine hohe Transparenz, aber halt eine gewisse Anonymität dahinter. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Transparenz halt dazu führt, dass dann auch viele Überlegungen stattfinden, die im Nachhinein vielleicht doch einfach unnötig gewesen wären. So, jetzt bist du wieder dran, sorry. Absolut, so ist es, so ist es. Und wenn man sich jetzt mal die Medien anschaut, auch nach diesem Halving, dann möchte ich mal auf einen Aspekt eingehen. Ich stelle immer fest, relativ viele Berichte auf vielen Kryptomedien sind relativ ähnlich geschrieben. Wenn man in den deutschsprachigen Kryptomedien, wenn man sich das mal näher anschaut, dann kommen die Quellen irgendwo aus den englischsprachigen Kryptomedien. Das heißt, da wurde jetzt nicht unbedingt besonders viel recherchiert, sondern es wurde relativ viel übersetzt und in den deutschsprachigen Raum dann übersetzt. Und hier haben wir auch jetzt in der vergangenen Woche eben ein Ereignis gehabt, das Jahr für Jahr in der Krypto-Community immer durchgebetet wird. Das ist der sogenannte Bitcoin-Pizza-Day, wie immer man das nennen möchte. Das heißt, hier gibt es viele Berichte. Vor 10 Jahren, am 22. Mai des Jahres 2010, gab es die erste Transaktion mit Bitcoin und diese Transaktion ist heute natürlich legendär. Das ist nämlich der Kauf von 2 Pizzen für den damaligen Preis von 10.000 Bitcoin. Und wenn man sich jetzt natürlich 10.000 Bitcoin herunterrechnet oder heraufrechnet auf den heutigen Kurs, dann sind das natürlich Millionenwerte. Und nochmals, da am 22. Mai 2010, ungefähr ein Jahr zuvor, war diese 50-Bitcoin-Transaktion. Also man sieht mal die Dimensionen, welche Entwicklungen es damals auch schon gehabt hat. Dann ein weiterer Punkt, den ich dann im Zusammenhang mit dem Halving eben von vielen Lesern immer erhalten habe, gerade von Neueinsteigern, die haben gesagt, ja, jetzt haben wir praktisch 10 Jahre Bitcoin hinter uns, also 11 Jahre, um genau zu sein, Bitcoin hinter uns, 18,5 Millionen Bitcoin sind gemeint, 21 Millionen Bitcoin gibt es nur. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn der letzte Bitcoin gemeint ist? Bricht dann alles zusammen oder wie geht es dann überhaupt weiter? Ja, hier muss man ganz einfach mal auch rational feststellen, dieser Bitcoin-Halving-Prozess findet zwar alle 4 Jahre statt, aber diese Halbierung alle 4 Jahre hat natürlich enorm inflationäre Effekte, sodass eben jetzt der letzte Bitcoin nicht in ein paar Jahren gemeint ist, sondern im Jahr 2140. Das heißt, keiner unter uns wird je erleben, dass der letzte Bitcoin gemeint wird. So ist eben mal der Fakt. Und dann zur grundlegenden Thematik. In den Anfangsjahren des Bitcoin liegt natürlich die Gebührenpolitik und der Reward in der Energieeffizienz, also in der Energieproduktion der Aufwendungen für das Mining. Und zunehmend mit den Jahren wird sich das dann verschieben in die Transaktionskosten. Also die Miningkosten werden nicht mehr so relevant. Es werden dann zunehmend eben die Transaktionskosten in das Blickfeld fallen. Ja, und ein weiterer Punkt, der mir mal ganz wichtig ist, weil ich mich so intensiv mit der Thematik befasst habe, wie, glaube ich, kaum ein anderer jetzt im deutschsprachigen Raum, ist eben diese Aussage, die erste Bitcoin-Transaktion waren 2 Pizzen. Weil ich bekomme manchmal immer fast einen roten Kopf, wenn ich das höre. Dem ist natürlich nicht so. Das ist eben ein Mythos, der sich irgendwann mal etabliert hat. Ja, die erste Bitcoin-Transaktion, bei der ein physisches Gut geschaffen wurde, das war gekauft wurde oder gehandelt, ausgetauscht wurde, das waren eben diese berühmten, legendären 2 Pizzen. Die erste Bitcoin-Transaktion fand aber auch Anfang Januar statt, am 12. Januar 2009, also kurz nach dem Mining des Genesis-Blocks. Und das war ein Übertrag von 10 Bitcoin von Satoshi Nakamoto an einen gewissen Harold Thomas Finney.
Und ich finde es enorm schade, dass Harold Thomas Finney, genannt Hal Finney, heute kaum mehr einer kennt, außer jetzt irgendwelche Insider im Crypto-Space. Und deswegen möchte ich heute nochmal diese Geschichte, auch diese Position von Harold Thomas Finney, Hal Finney, nochmal hervorheben, weil aus meiner Sicht ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Hal Finney Satoshi Nakamoto ist. Also es könnte durchaus sein, dass er sich an seine eigene Wallet Coins gesendet hat und somit die erste Transaktion ausgelöst hat. Er hat es zwar immer bestritten, dass er Satoshi Nakamoto ist, im Gegensatz zu anderen Egomanen, würde ich mal sagen, die sagen, ich bin Satoshi Nakamoto und können es aber nicht beweisen. Fakt ist, Hal Finney ist der einzige belegbare Mitentwickler am Quellcode des Bitcoin. Und leider ist er überhaupt nicht bekannt. Also Hal Finney ist ein Amerikaner, geboren in Kalifornien, war beim Unternehmen PGP, also Pretty Good Privacy, so einem Verschlüsselungsdienst für E-Mails, ein hochintelligenter Kryptograf. Und leider ist er an einer Nervenkrankheit erkrankt, nämlich an ALS, und im Jahr 2014 verstorben. Und er wurde von dem Reporter noch gefragt, als er schon im Rollstuhl gesessen ist, sind Sie Satoshi Nakamoto? Und damals hat er gesagt, nein, also er hat es vehement abgestritten. Nur, man muss jetzt mal einfach bewerten, er saß damals schon im Rollstuhl, er lag im Sterben. Hätte er jetzt noch gesagt, ich bin Satoshi Nakamoto, wäre es natürlich auch so gewesen, dass er da viele Presseanfragen oder seine Familie mit hineingezogen hätte. Also durchaus halte ich es da deswegen auch als wahrscheinlich, dass das auch durchaus eine Abwehrmaßnahme gewesen sein könnte. Aber nochmals, ich kann das natürlich auch nicht belegen, aber es gibt eben verschiedene plausible Aussagen. Er hat zum Beispiel gesagt, also er hat eine Frau und zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und er hat kurz vor seinem Tod gesagt, meine Bitcoin liegen in einem Safe, meine beiden Kinder sind technisch versiert genug, daran ranzukommen. Also, es könnte durchaus auch sein, dass diese 50 Bitcoin, die jetzt bewegt worden sind, eben der Sohn oder die Tochter aus dem Erbe von Hal Finney sind. Also lässt sich natürlich auch plausibel begründen, also dass das dadurch eben zustande gekommen ist, weil er hat Vorkehrungen getroffen. Was auch interessant ist, Hal Finney hat sich nämlich Krypto konservieren lassen, also Kryo konservieren, so heißt es, Entschuldigung, nicht Krypto konservieren, sondern Kryo konservieren lassen, er ist gestorben in Arizona, das heißt einfrieren lassen. Also irgendwann kann man dann mal in der Zukunft, wenn vielleicht ALS heilbar ist, wieder auftauen und wiederbeleben. Also er hat Vorsorge getroffen, das kann natürlich auch in Bezug auf seine Bitcoin sein. Also ich finde es eine hochinteressante Geschichte von Hal Finney, weil dieser Übertrag dieser 10 Bitcoin ist nachweislich belegbar. Die Geschichte von Hal Finney ist belegbar. Es gab dann eine Entwicklung, dass es so ein Finney-Blockchain-Phone gab, das seinen Namen getragen hat. Aber ich möchte nochmal hier einfach auf diese Geschichte von Harold Thomas Finney hinweisen in der Kryptoökonomie, weil dem seine Geschichte viel zu kurz kommt. Und das zeigt eben auch nochmals, wie diese Blockchain-Ökonomie funktioniert, die Blockchain-Systematik, was du ja auch schon angesprochen hast. Es ist wie eine DNA. Wenn jemand eine DNA-Spur hat von vor 100 Jahren, kann man die heute auch noch mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten auseinandernehmen. Es können Mörder überführt werden, die vor 50 Jahren nicht überführt werden konnten, sogenannte Cold Cases. Heute ist es möglich, und genau das Gleiche aus medizinischer Sicht bei der DNA ist heute möglich, eben im Bereich der Blockchain-Technologie, dass die Blockchain eben nichts vergisst und bis in alle Ewigkeiten zurück zum Genesis-Block von Satoshi Nakamoto zurückverfolgbar ist. Also, das ist jetzt eine interessante kleine Geschichte. Für mich ist es aber ganz wichtig, solche Dinge eben auch mal zu wissen und nicht immer nur diese zwei Pizzen, die jedes Jahr durchs Dorf getrieben werden, sondern mal ein bisschen tiefer in die Materie reinzugehen. Von dem Privatanleger, niemand kann jetzt belegen, ist da eine Satoshi Nakamoto Wallet bewegt worden, kommen jetzt vielleicht ganz viele Coins auf den Markt und fällt der Preis ins Bodenlose. Das kann man alles nicht prognostizieren. Deswegen sollte man sich auf das verlassen, was passiert ist. Also für mich ist nicht nur die Frage, wer hat jetzt diese 50 Bitcoin aus dieser Blockchain aus dem Jahr 2009, aus dieser Wallet aus dem Jahr 2009 bewegt, sondern warum? Warum jetzt? Warum heute? Hat er vielleicht eine Short-Position auf der anderen Seite gehabt? Also da gibt es natürlich die unzähligen Möglichkeiten.
Die Zukunft wird zeigen, vielleicht kommt es alles einmal ans Tageslicht. Für mich ist aber einer der größten Schlüssel zum Geheimnis, zum Mythos der Blockchain-Technologie, des Bitcoin und Satoshi Nakamoto, Hal Finney. Deswegen nochmals mein Tipp, befassen Sie sich mal ein bisschen mehr oder alle sollen sich mal ein bisschen mehr mit der Geschichte von Hal Finney in diesem Zusammenhang befassen. Du hast ja schon angesprochen, der Code von Bitcoin, was da alles dahinter steckt, dass wir eben alle 4 Jahre die Verringerung der ausgegebenen Bitcoins erhalten und dass eben wirklich die Genialität dahinter ist. Am Anfang war die Bitcoins nichts wert, also musste man denjenigen, die Rechenleistung investieren, viel Bitcoins zahlen und irgendwann in 20 Jahren haben wir vielleicht so viele Transaktionen auf der Blockchain, dass man eben nicht mehr durch das Mining, sondern wirklich durch die, ich nenne es mal Überweisungsgebühr, seinen Aufwänden trotzdem weiter aufrechterhalten kann. Und ich glaube, das zeigt ja auch, wie genial am Anfang schon darüber nachgedacht wurde, wie das Ganze entwickelt werden soll. Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang, weil wir haben jetzt ja gerade davon gesprochen, Energieaufwand, teuer in Anführungszeichen, ist ja auch ein Punkt, was viele der Blockchain von Bitcoin als Nachteil auflegen. Und im Intro habe ich ja schon ganz kurz mal angesprochen, dass wir auch auf Ethereum eingehen wollen. Denn da wird sich dieses Jahr zumindest was Energieaufwand teilweise ja auch was tun. Nicht für die gesamte Blockchain. Ich glaube, am Anfang werden es ja nur einige Prozent sein, die über einen neuen Weg gemeint werden, wo der Konsens einen neuen Weg finden wird. Genau richtig. Also absolut richtig alles, was du gesagt hast. Bitcoin basiert eben auf einem Algorithmus, auf einem Konsensus-Algorithmus, der im White Paper, im Programmcode, im Quellcode von Satoshi Nakamoto relativ unveränderbar eben festgelegt wurde, mit ganz, ganz klaren Abläufen. Und da kann jetzt nicht irgendjemand kommen und sagen, nee, wir machen es jetzt doch mal ein bisschen anders, sondern wenn eben, ich habe es vorhin schon angesprochen, egomanische Persönlichkeiten kommen, Milliardäre kommen, die in der Kryptoindustrie auch tief verwurzelt sind und hier eben Adaptionen haben möchten, dann lancieren die eben sogenannte Forks. Wir haben das eben gesehen beim Bitcoin, schon mal mit dem ersten Fork, dem großen Fork zu Bitcoin Cash. Das war für mich auch noch verständlich, um hier eine Erweiterung, eine Adaption, durchaus auch eine Optimierung zu machen. Ich weiß, es gibt jetzt viele, die sagen, Bitcoin Cash, totaler Shitcoin. Nein, so sehe ich es nicht. Bitcoin Cash hatte seine Berechtigung. Aber dieser weitere Fork, also der Fork des Forks von Bitcoin Cash, der Kampf der Blockchains, damals in Bitcoin ABC und Bitcoin SV, also Bitcoin Satoshi Vision, hinter beiden Projekten stehen eben zwei egomane Milliardäre, der war für mich nicht mehr verständlich und der hat auch für viel Unruhe in diesem ganzen Crypto-Space gesorgt. Bitcoin ABC hat diesen Kampf dann gewonnen und durfte den Namen Bitcoin Cash annehmen. Also hier sieht man diese Entwicklungen. Und bei Ethereum ist es dann eben so, bei Ethereum gibt es immer Weiterentwicklungen durch Softforks, durch Programm-Updates. Istanbul, Konstantinopel, St. Petersburg, also die tragen dann immer ganz lustige Namen beziehungsweise ganz normale historische Städtenamen. Und hier ist eben eine interessante Entwicklung, dass jetzt Ethereum den Wechsel macht von diesem Proof-of-Work-Ansatz, also einem Arbeitsnachweis. Die Arbeit des Mining ist relativ energieintensiv, hin zu einem sogenannten Anteilsnachweis, dem sogenannten Proof of Stake. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, wir haben schon 2 Videos zu dieser Thematik gemacht. Einmal der große Ethereum-Check, den wir gemacht haben und dann einmal ein Video zum Thema, was hat es mit den Konsensus-Algorithmen auf sich. Du kannst die gerne einblenden. Ja. Dann brauchen wir das genau nicht nochmals im Detail ausführen. Jetzt ist es eben so, also Ethereum macht diesen Wechsel von Proof of Work hin zu Proof of Stake. Und hier hat eben Vitalik Buterin, das ist einer der Mitinitiatoren, der mit Abstand bekannteste Mitinitiator, Founder von Ethereum, bekannt gegeben vor kurzem auf einer Blockchain-Konferenz, dass dieses Update namens Ethereum 2.0 im Juli umgesetzt wird. Und ganz kurz gesagt, also ganz rudimentär zusammengefasst, hat dieses Update natürlich viele Vorteile. Zum einen wird es die Skalierbarkeit bei erfolgreicher Umsetzung von Ethereum deutlich erweitern, sodass in Zukunft weitere Anwendungen kommen und auch die Angebotsinflation, also die Schöpfung des Mining neuer Coins von Ethereum, wird sich halbieren. Also die Angebotsinflation von Ethereum wird sich durch die Implementierung von Ethereum 2.0
halbieren. Das heißt also auch eine Art Halving. Nicht so ein vordefiniertes Halving wie beim Bitcoin, aber auch eine sehr, sehr positive Weiterentwicklung. Und das kann eben dazu führen, dass Ethereum noch viel mehr Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen bekommt, wie wir es derzeit schon haben. Also es wurde vor einigen Jahren schon mal eine Bundesanleihe in Österreich beispielsweise über die Blockchain von Ethereum emittiert. Ein ganz, ganz großer Erfolg war das aus meiner Sicht. Dann gibt es so die verschiedensten Token, die eben über Ethereum laufen, die auch eben auch sehr interessant sind, auch mittlerweile hohe, große Marktkapitalisierungen haben. Chainlink möchte ich hier mal erwähnen in diesem Zusammenhang. Und zum Beispiel eine große Social-Media-Plattform mit Reddit, die auch über 400 Millionen Nutzer haben, möchten jetzt auch eine eigene Kryptowährung implementieren, wurde auch relativ aktuell bekannt gegeben. Und die machen eben nicht den Ansatz von Facebook mit Libra, also mit einer eigenen Kryptowährung, mit einem eigenen Stablecoin, mit einer eigenen Blockchain und Wallet namens Calibra, sondern die haben eben gesagt, ja, wir prüfen derzeit, ob wir dafür nicht die Blockchain von Ethereum nutzen. Und diese Anwendungsmöglichkeiten werden eben für Ethereum ein großes Potenzial haben. Und da ist dieses Halving, beziehungsweise ist kein Halving, mit diese Einführung von Ethereum 2.0 ein ganz, ganz großer Meilenstein, um eben den Nährboden für weitere Anwendungen in der Zukunft zu legen. Und deswegen gibt es manche Experten in der Krypto-Community, die eben sagen, diese Neuentwicklung im Hinblick auf die Skalierbarkeit von Ethereum, die ist fast entscheidender oder wichtiger wie der Halving-Prozess des Bitcoin. Und somit ist auch die Nummer 2 durchaus dafür geeignet, dass hier ein weiterer zusätzlicher positiver Impuls für den ganzen Crypto-Space in relativ naher Zukunft erfolgen kann. Das heißt also, anstatt jetzt teuer Rechenleistungen in das Lösen von Rätsel zu stecken, muss ich gewisse Menge an Ethereum hinterlegen. Ich glaube, 32 Ethereum ist ein Stack, das ich da mitmachen kann und kriege dafür dann so eine Art Verzinsung, wenn man so nennen möchte. Ich glaube, das ist ja die Grundidee dahinter. Und über die Idee, wenn ich selber Ethereum hinterlegt habe, würde ich natürlich nicht irgendwas tun, um Ethereum im Wert zu schaden, einen Angriff zu starten oder sonst irgendwas, sondern ich würde mir dann selber ins eigene Fleisch schneiden. Und das ist, glaube ich, kurz gefasst eigentlich die Idee, was man dahinter verstehen kann in der Proof of Stake. Genau so ist es. Also Proof of Stake, die Kritik, wo man dann am Proof of Stake eben auch üben kann, ist, diejenigen, wo viel haben, werden noch mehr haben, weil sie mehr Möglichkeiten gewinnen. Also somit kommt man immer näher zur alten, konventionellen Finanzwelt. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Ich glaube, es kann natürlich auch so Hybridmodelle in der Zukunft geben von unterschiedlichen Konsensus-Algorithmen. Aber für Ethereum ist es eben mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch diese Angebotsinflation massiv zu reduzieren und vielleicht in naher Zukunft sogar mal einen Cap einzuführen. Also auch eine Obergrenze von Ethereum, weil dieser Chain Supply, also die Angebotsmenge von Ethereum ist im Gegensatz zum Bitcoin nämlich nicht limitiert derzeit. Und mit diesen Effekten findet zumindest mal eine Angebotsinflation statt. Es wird massiv reduziert und in einem weiteren Update kann es dann sogar mal begrenzt werden und ein begrenztes Gut hätte dann nochmals einen weiteren Boom oder einen weiteren positiven Faktor in Bezug auf die Preisentwicklung. Und ich vergleiche Ethereum immer mit Apple, mit dem App Store, also dezentrale Applikationen, die hier unzählige Anwendungen finden können. Und wenn man sich den Erfolg vom Apple App Store eben anschaut, dann bieten sich hier für Ethereum gigantische Möglichkeiten in diesem spezifischen Segment des Smart Contracts, also der intelligenten Verträge. Und beim Bitcoin ist es ja auch so, Bitcoin versucht ja diese Problematik des Proof of Work, also der Energieintensität des Proof of Work dadurch zu lösen, dass praktisch mit dem Lightning Network eine Adaption auf das Bitcoin-Netzwerk draufgesetzt wird, sodass für vereinfachte Zahlungsverkehrsprozesse eben nicht die ganzen Nodes, die ganzen Blockchains immer heruntergeladen werden müssen. Also auch hier gibt es natürlich dann positive Weiterentwicklungen. Und das ist die Grundlage natürlich dafür, dass diese ganze Kryptowirtschaft auch weiter wächst, weil dadurch erst Anwendungen in der Praxis, Finanzwirtschaft, Realwirtschaft in großem Maße hin zur Mass-Adaption, also zur Massenanwendung möglich werden.
Oder vielleicht mal ganz kurz hier in die Runde, wer sich dafür interessiert, dass man mal genau das Lightning-Network ein bisschen genauer anschauen oder beziehungsweise Markus sich anschaut und ich ihm dumme Fragen zustelle, dann einfach mal einen Kommentar da lassen, dass wir wissen, ist es was Interessantes für euch? Und vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema, was du gerade gemeint hast, wer mehr hat oder kriegt noch mehr. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man mittelfristig, anstatt wie jetzt, dass du dich an einem Mining-Pool bei Bitcoin beteiligen kannst, auch mit 2,5 Ethereum in irgendeinem Mining-Pool dich beteiligen kannst und eben deine 2,5 Bitcoins hinterlegen und du trotzdem was dafür bekommst, halt vielleicht nicht die ganze Gutschrift, weil eine gewisse Gebühr abgeführt wird. Aber ich denke mal, gerade in der digitalen Welt geht es dann relativ schnell, dass man auch mit kleineren Beträgen sich trotz allem da investieren kann und nicht immer nur volle 32 Ethereum kaufen muss, um wirklich daran teilnehmen zu können. Das könnte ich mir mittelfristig auch durchaus vorstellen. Genau. Erstens das, wobei jetzt 32 Ethereum nicht ganz so viel sind jetzt wie 32 Bitcoin. Und auf der anderen Seite, das, was du jetzt angesprochen hast, das sind wir schon mittendrin und selbst da gibt es auch schon ein Video für uns, nämlich DeFi. Also Ethereum ist derzeit zumindest noch die wichtigste Anwendung für sogenannte DeFi-Anwendungen, also dezentralisierte Finanzprogramme, dezentralisierte Finanzsysteme. Und das kann natürlich auch die Finanzwirtschaft in den unterschiedlichsten Bereichen, vom Lending, also beispielsweise von der Kreditvergabe, auch vom Trading, vom Staking, also dass man hier eben Ethereum hinterlegt und dann eben investiert und somit Erträge generiert, massiv auch einen weiteren Push geben. Und da sind natürlich die Einstiegssummen ganz marginal. Also seht schon, es geht weit, die Zukunft bleibt interessant. Und ich freue mich auch wieder spätestens in 2 Wochen mit dir zu sprechen. Ich glaube, bis dahin haben wir wieder so viele neue Themen, dass wir rausstreichen müssen, was wir nicht machen können, weil einfach die Zeit zu kurz ist. Von meiner Seite dementsprechend wieder vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, auch draußen allen hat das Video wieder gefallen. Mir auf jeden Fall und von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite auch viele Grüße und tschüss nach Stuttgart. Ciao, ciao.